können. Diese Feldbachöffner, diese Ural mit den Hängern und vorne. Was noch? Also meine Bücher müsste rechts sein, nee, das tun wir das Schießen, weil ich bin rechtsschieße Vorstellung in diesem Abschnitt. Dann bleibt das Problem auf jeden Fall in der rechten Kompanie. Mit 0,72 Unitten. Ja, verstanden. Pionierkompanie. Also, Frage Genossen, dann könnt ihr beide zumindest Einzelbester werden. Erfüllt die Bedingungen? Jawohl. Prima, Sie? Ja, natürlich. Prima. Freue ich mich. Zweite Mal. Käppi auflassen, kommen Sie ganz steil raus. Kann schon sein, Soldatenlos ist schwer. Und lange war man auch zu Haus nicht mehr. Und manche sieht es vielleicht nicht ganz ein. Doch es muss sein. Nein, wir sind nicht als Soldat geboren. Nein, Helden sind wir nicht. Doch wir haben wohl gut unsere Zeit erkannt und in Arbeiterhand bleibt das freie Land. Oh, 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 oh. Sie kriegen ja jetzt die Genossenkompanie neue Soldaten. Jawohl, ich muss auch sein. Und wer führt dann das Club-Tagebuch? Na, wenn die neuen Genossenkompanie wird ein neues angefertigt. Das ist ja nicht nur Club-Tagebuch, das ist ja auch Kompaniechronik, sodass da alle Höhepunkte der Kompanie, sprich die Kompanieübungen, Truppenübungen und so mit verzeichnet sind. Und da wird ein neues angefangen und das wird ebenfalls wieder durch die neuen Armee angeführt. Gute Sache. Eine gute Sache, Genossenkompanie. Ich habe mich gefreut, Genossenkompanie, dass ihr als Gastes erste Lied gebracht habt am Freitagabend dieses, was bisher immer nur gesungen hat, der Thomas Münzer. Habt ihr gut gemacht? Nicht nachgemacht, sondern euer eigenes Ziel auch dabei verwandt, war gut. Hat angesprochen, ihr seid klein, habt ihr prima hingekriegt. Welche Lieder werdet ihr noch spielen, singen? Ja, außer denen, die Freitag dran waren, ja, die kenne ich nicht schon. Wir werden für die Tournee noch Titel spielen, die wir bisher schon im Repertoire hatten. Sagen Sie mal, wissen Sie, was mir gut gefallen hat, immer das sind den Ausgängern hier. Dieses. Land. Ja, ja. Das ist Jürgen Hartmann. Er gehört zu der Kommandeursgeneration, die heute die Regimenter unserer Armee führt. Er ist nur wenig älter als sein Regiment. Das wird in diesen Tagen 30 Jahre alt. Damit hat es schon Geschichte, denn die Nationale Volksarmee ist selbst nur wenige Monate älter. Vor allem aber hat das Regiment Geschichte gemacht. Der Truppenteil Robert Urich ist in der Armee bekannt. Für die Erfolge des Regiments gibt es eigentlich ein richtiges Rezept nicht. Wir haben im Regiment eine sehr gute Mischung zwischen erfahrenen Berufskadern und jungen Berufskadern auf der einen Seite. Zum anderen haben wir unsere Menschen anerzogen, das unbedingte Bestreben, die Aufgaben erfüllen zu wollen und sie so auszubilden, dass sie diese auch erfüllen können. An dem, was das Regiment so besonders macht, waren mehrere Kommandeursgenerationen beteiligt. Sie alle sind zum 30. Regimentsgeburtstag gekommen. Das allein ist selbst schon wieder etwas Besonderes. Traditionspflege ist hier keine Forderung von außen, sondern eine Forderung an sich selbst. Sich in seine Geschichte wissend zu bewegen, sich darin wirksam zu begreifen, gilt hier schon lange als der Mühe wert. Ich bin der Meinung, dass das Organisieren von Erfolg eine Vielzahl von Aufgaben umfasst, die man auf einen Nenner gar nicht bringen kann. Zum anderen haben die Kommandeure, die vor mir das Regiment geführt haben, einen Grundstein gelegt, auf dem wir aufgebaut haben, den wir entwickelt haben. Und wir sind heute aufgrund dessen, dass unsere Vorgänger, meine Vorgänger, so stark in ihren Entscheidungen waren, so gut die Menschen geführt haben, besser geworden. Das erwartet unsere Partei von uns, das erwarten die Menschen unserer Republik von uns, sodass wir uns die Bedingungen von heute anpassen. Die Nachfolger müssen besser werden. Sie müssen unbedingt, weil die Anforderungen höher werden, deswegen müssen auch die Leistungen besser werden.
und damit auch das Ergebnis. Im Traditionskabinett sehen sich die ehemaligen Kommandeure ihrer eigenen Geschichte gegenüber. In den Abschnitt von Genossen Erit, heute Oberst AD, fiel ein Ereignis, das mit dem Regiment für immer eng verknüpft sein wird. Im Regiment war es, ich glaube, das wichtigste Erlebnis, dass ein Truppenteil, der vorher kadriert war, zum Linienregiment aufgebaut worden ist, der Offiziersbestand qualifiziert wurde für diese Aufgabe und als ein sehr wichtiger Höhepunkt eben das Symbol unserer sozialistischen Staatsmacht, die Truppenfahne zu bekommen. Das war eine enorme Verpflichtung und ich glaube, dass das Regiment seine Aufgaben stets mit guten, ausgezeichneten Ergebnissen durchgeführt worden sind. An ihrer Fahne sollst du sie erkennen. Alles, was bleibende Bedeutung hat, findet seinen Platz hier. Wer das genau wissen muss, trägt die Fahne mehr als 10 Jahre. Abgesehen davon, dass die Fahne vor 1986 von so vielen gesellschaftlichen Höhepunkten das Regiment begleitet hat, würde ich sagen, als besonderer Höhepunkt zum einen die Teilnahme der Truppenfahne unseres Robert-Urich-Regiments zum Festappell in Berlin zum 30. Jahrestag der NVA. Und natürlich die Teilnahme unserer Truppenfahne am 11. Parteitag. Sind schon so viele Fahnenschleifen, dass man dort echt gucken muss. Erstmal dran die Verleihungsschleife. Ich weiß nicht wie viele, Mensch. Es sind etliche Fahnenschleifen. Bestes Regiment. Es ist eine Fahnenschleife, die uns vom Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR verliehen wurden. Und eine Fahnenschleife, vorbildliches Regiment, die uns verliehen wurde anlässlich der Auszeichnung des Truppenteils mit dem Kampforden für Verdienst im Volk und Vaterland in Gold. Vor 30 Jahren wurde unser Regiment aufgestellt und damit gegründet. Damals hatten wir in unserem Regiment als Technik zur Verfügung die LKW H3A und die SFL 74 mm. Heute verfügt unser Schützenregiment über die modernste Kampftechnik und ist eines der kampfstärksten Regimenter unserer Landstreitkräfte in der Nationalen Volksarmee. Hier auf dem Truppenübungsplatz sind diese Worte des jetzigen Kommandeurs Jürgen Hartmann kurze Zeit vorher bewiesen worden. Eine Inspektion des Vereinten Oberkommandos der Staaten des Warschauer Vertrages war zu bestehen. Gute Traditionen verpflichten, heißt es. Die Umkehrung gilt hier genauso. Gute Verpflichtungen sind Tradition. Noch niemand da. 5 bis 6. Das heißt also, dass dieser Gegenangriff vermutlich nur mit begrenztem Ziel geführt wird und nicht zur Wiederherstellung der alten Lage dienen wird. Und dass der Gegner jetzt hier eine Umgruppierung vornimmt oder eine Umgehung des Sperrens vornimmt oder erst die Sperren schafft? Ist nicht wahrscheinlich. Gassen schafft im eigenen Sperrenschnitt und wieder überschließt, ist nicht wahrscheinlich. Ist nicht wahrscheinlich. Die Gassen im Stab werden wahrscheinlich für die 3. Brigade schon geschaffen sein. Ja, ich muss dann nicht mehr reden. Einzeichnende Rückfolgerungen alle, die wir noch haben. Hier hinten noch Gegenangriff war noch. Hier ist noch einer. Es ist folgendes nicht zu schaffen. Die Artillerie 58, Fassangermittel 32. Das geht in Fassangermittel. Kann ich? Fertig. Ich gebe in 3 Minuten die Vorbefehle bekannt. Dann schnell.
offiziell ist das so. Ja. Du kannst unter meinen Chef. Was geht dir das? Da. Diese Aufnahmen sind aus dem Jahre 1963. Die erste größere Truppenübung im Koalitionsbestand des Warschauer Vertrages, Quartett, fand in der DDR statt. Damals führte Genosse Wöllner, heute Generalmajor der Grenztruppen, das Regiment. Teilgenommen haben Sowjetarmee, NVA, Polnische Volksarmee und Tschechoslowakische Volksarmee. Wir waren eingesetzt in Norden, haben zusammengewirkt mit der polnischen Volksarmee, haben uns da gemeinsam auf das Manöverquartett vorbereitet, haben gemeinsam trainiert. Die Kampftechnik, mit der die Kompanie des Leutnant Magnitzke die Inspektion bestehen muss, sind modernste Schützenpanzer. Doch daran, dass der Mensch über die Waffen entscheidet, hat sich auch heute nichts geändert. Keine Frage. Ihre Batterie kann schießen. Die kann schießen. Und die vierte Kompanie wird bei Nacht schießen. Kann auch schießen. Also übereinander müssen wir schützen. Auf der Ortsburg, Gelände beobachten. Offizier kommt man in ein ordentliches Regiment. Man wird von Anfang an unterstützt durch ältere Offiziere. Man hat den Ehrgeiz, die Erfolge fortzusetzen. Und wenn ich von mir aus gehe, wir bilden hart aus, wir bilden, hoffe ich, gut aus und sind eigentlich bestrebt, diese Traditionen dann fortzusetzen. Ich würde sagen, die Erfolge des Regiments sind zurückzuführen auf eine gute, aber eben harte Ausbildung, eine gute Ausbildung durch gute Offiziere, durch die Vorbildwirkung Genossen älterer Diensthalbjahre, die für das Regiment direkt schon viel geleistet haben und man als Soldat im Grundwehrdienst dann eben bestrebt ist, solchen Leuten nachzueifern, besser zu machen. Wenn man an Eltern, Frau und Kinder denkt und spürt die Zeit, die scheinbar nie verrinnt, und wenn man auch mal mutlos um sich sieht, na und das vergeht. Nein, wir sind nicht als Soldat gewohnt. Nein, Helden sind wir nicht. Doch wir haben wohl gut unsere Zeit erkannt und in Arbeiterhand bleibt das freie Land. Oh, 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 oh. Nun, also muss ich sagen, dass erstmal sagen, dass ich mich natürlich sehr gefreut habe, als an mich ein Genossen kam. Und ich war der Genosse Schön, glaube ich, der heute auch hier ist. Der Parteisekretär Genosse Handke. Ja, Genosse Handke. Also mich kam und also vortrugen, dass sie gern den Namen Robert Urich kämpfen wollen. Nun, also ich habe natürlich gern meine Zustimmung gegeben. Ich habe mich sehr gefreut, dass also ein Regiment sich um einen Namen bewirbt. Und dazu kann ich sagen, dass mein Mann sich auch für militärpolitische Sachen sehr interessierte und vor allen Dingen sehr viel den Clausewitz gelesen hat. Ja. Nun, und das kam dann eben zustande. Es ist mir als Ehefrau schwer zu sagen oder, wenn man sagen, vielleicht seinen Mann zu loben, aber Robert